Leute. Okay, okay, ich könnte wie immer anfangen oder einfach direkt starten. Ich war in Seattle und konnte mir die Weltmeisterschaft von ganz, ganz nah angucken. Und jetzt viel Spaß beim Vlog. Let's go! Angekommen an der Venue, Leute. Ja, heute wird die Venue angeguckt und ja, es ist erst Freitag. Natürlich geht die ganze Action erst morgen los, beziehungsweise dann Sonntag. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal in Ruhe an. Aber das Studio sieht gut aus. Studio sieht crazy aus. Also von außen einen guten Eindruck. Und das ist eine Stufe. Aber insgesamt, ja, typisch amerikanisch hier, würde ich sagen. Natürlich hier auch. Und hier sind die anderen Creator. Europa ist am Start. Die Ruhe vorm Sturm. Ja, wir sind hier quasi bei der Bühne und jetzt ist natürlich hier noch nicht so viel zu sehen. Wie gesagt, es ist erst Freitag. Das Ganze kommt natürlich Samstag und Sonntag und dann geht es hier richtig los. Und ich bin richtig gespannt, wie die Show dann am Ende aussehen wird. Wie immer, Leute, ihr wisst es, Weltmeisterschaft-Time ist auch Sleeves-Time und natürlich gibt es wieder Sleeves zur Weltmeisterschaft und es reflektiert hier ein bisschen. Aber wir haben hier einmal blau und einmal rot, wie jedes Jahr. Natürlich hat jeder seinen Favorit. Ich persönlich mag ja rot lieber, was liegt einfach daran, dass rot meine Lieblingsfarbe ist, aber die blauen sind auch ziemlich nice. Und da gewinnt er noch! Ja, Leute, zum Kommentieren bin ich heute nicht da. Nein, natürlich, ich bin für Videos da. Aber das hier ist die Commentary Area. Und man kann von hier aus die Live-Bühne sehen und genau zu einem direkt vor. Sieht ziemlich nice aus. Heißt, man hat hier alles im Blick und hier kann man eben kommentieren. Und hier wird dann indirekt der Weltmeister halt ausgespielt. Natürlich auf der Bühne, aber die Kommentatoren werden das hier live kommentieren. Und sieht gut aus und ich denke, wird eine krasse Show. Ein langer Gang und hier wird einiges gemacht. Hier wird Master Duel gespielt und wir können mal so ein Setup hier uns angucken. Natürlich hier Tastatur, Maus darf nicht fehlen mit einer sehr hübschen Playmat. Wir haben hier Duel Links, wir haben Master Duel und nochmal Duel Links Speed Duel. Richtig, richtig hübsch und natürlich ne, drei PCs, heißt hier haben wir noch einen und hier wird dann eben gespielt. Ne? Hier wird natürlich das Spiel gespielt und es ist natürlich 3 gegen 3. Wird sehr spannend und hier haben wir die Möglichkeit bekommen, hier das ganze Setup einmal zu filmen, was richtig nice ist. Und wo wir gerade bei Master Duel sind, wir laufen hier nochmal durch die ganzen Area. Ja, natürlich, ne, Snipe Hunters hat die Möglichkeit, den Titel zu verteidigen. Die ersten Weltmeister Master Duel und jetzt haben wir die Möglichkeit, den Titel direkt zu verteidigen. Ich bin euch gespannt, wie das Ganze laufen wird, denn wir haben einige guten Duellanten dabei bei Master Duel. Von daher bin ich gespannt, wer dann eben den Titel holen wird. Vielleicht wieder back to back. Wenn wir uns jetzt schon Master Duel angeguckt haben, dann schauen wir uns natürlich auch nochmal Duel Links an. Und da haben wir hier auch natürlich einige Räume. Denn ja, Leute, man muss hier gespielt haben. Und wir gehen mal hier rüber in die andere Perspektive. Und dann können wir sehen, natürlich auch einen Stuhl. Kann man hier eben natürlich hier spielen der Master Duel. Und das Allercoolste ist, dass man eben da drüben einen anderen spielen sieht. Und nein, es ist nicht der Gegner, wir haben extra erkundigt hier. Weil natürlich würde viel zu kompliziert sein, die ganze Zeit umzusetzen, Settings zu ändern und ähnliches. Dementsprechend hier, der drüben ist nicht dein Gegner. Aber du siehst einen, der ebenfalls Teil der Weltmeisterschaft ist. Von daher kann man natürlich dann hier ein bisschen rüber gucken. Man sieht dann so, ja, Freude oder ähnliches. Aber hier eben das Setup, man sieht hier eben das Ganze hier dann. Und auch nochmal die wunderschöne Playmate natürlich. Zurück im Hotel und heute werden ja und dann auch die Decklisten abgegeben. Dementsprechend muss man natürlich gucken, dass man alle Karten hat und natürlich, was darf nicht fehlen, ein Kartenladen. Und hier im Hintergrund sieht man das Ganze schon. Ich werde hier auch einmal switchen die Perspektive und einmal hier hingehen. Selbstverständlich kann man sich hier alles holen, was das Herz ein begehrt und dann eben sein Deck komplett machen. Denn natürlich, am Ende muss man natürlich ein vollständiges Deck haben. Das ist natürlich klar. Und man sieht ja auch noch, man hat hier noch einige andere Sachen, die man eben hier, Überbelichtung, kann hier eine Menge Auswahl natürlich, um eben passend sein Deck aufzurüsten. Hier an der Seite wird schon fleißig etwas geholt, also von daher Deck komplett machen, um dann morgen eben ready zu sein für die Weltmeisterschaft. Wir haben ja bereits einen Kartenladen vor Ort gesehen, jetzt sind wir aber innen ein, also gucken wir, was hier so gibt. Was natürlich fehlen darf, sind Einzelkarten, hier gibt es einiges, aber was wir ja auch haben, ist etwas Retro-lastiges und zwar Ghost on the Past 2 und ich bin geneigt, da vielleicht etwas zu holen, aber mal sehen, was ich mich dafür entscheide. Ich gucke jetzt rum, was hier alles so gibt und dann mal sehen, was ich kaufe. Während ich überlege, was ich holen möchte, haben wir hier jemanden, der ein paar mehr Karten holt. Und zwar... Sulu! Ja, a lot of cards. Für schöne Retro-Decks. Yes, Retro-Stuff, my friend. Ja, natürlich fragt euch, was ich geholt habe. Und ich habe mir ein paar Einzelkarten geholt. Und zwar ganz bestimmte. Und zwar zum einen... ein Token, um zwar genau zu sein, eben mit Kaiba und den weißen Drachen drauf, ist sehr, sehr schön und gefiel mir eben sehr gut und da dachte ich so, nehme ich den mal mit. Genauso wie den Joey, genauso wie Yugi, aber wir haben noch mehr, denn wir haben nochmal Yugi, beziehungsweise hier
Solo und dann nochmal Joey für einen Kumpel, der mag Red Eyes. Dann nehme ich die Karte doch einfach mal mit. Einmal für mich und einmal eben für meinen Kumpel. Heute ist Tag der Tage. Die Weltmeisterschaft geht los. Heute ist Samstag, das heißt, heute werden die Vorrunden gespielt. Morgen natürlich dann auch das große Finale. Aber heute geht es schon um einiges. Denn jetzt geht es natürlich darum, wer schafft es überhaupt in Richtung Finale. Da bin ich sehr gespannt. Wir sind natürlich live dabei und werden eben gucken, was wir alles so einfangen können. Und vor allen Dingen, was für spannende Spiele wir sehen. Also, los geht's! Falls ihr schon immer sehen wolltet, wie die Vlogs entstehen, hier haben wir ein Paradebeispiel. Und fertig ist das Ganze. Und hier ist die Location nochmal. Und heute geht es wieder los. Wir sind da und warten jetzt selbstverständlich auf die Spieler. Die Spieler stehen hier, sind ready to duel. Alle haben sich angesammelt. Breite Masse ist hier. Mal sehen, wie es losgehen wird. Wir sind hier in der Halle und wir sehen hier, hier sind die Tables für TCG und wir wollen jetzt noch nicht gucken, wer hier spielt, aber wir haben hier einmal Table 6, Deckbox. Hier ist, glaube ich, alles vorbereitet. Ich meine, hier sind sogar die Decks drin, aber ich will jetzt halt, wie gesagt, nicht nachgucken. Wir haben hier dann alles und wie gesagt, natürlich, es sind mehrere, ganz viele Tables und hier wird halt eben gespielt. Hier ist Table 3. Ja, wir müssen zu Table 1 gehen, Leute. Wir müssen zu Table 1 gehen. Das ist ja wohl ganz klar. Hier haben wir Table 2 und hier haben wir Table 1. Mal gucken, wer am Ende hier stehen wird. Und dann ging es los. Allererste Runde. It's time to duel. Und hier sehen wir einer der wunderschönen Trophäen. Ist gar nicht so einfach einzufangen, aber wir sehen hier Semifinalist. Und ist die Karte. Sieht sehr, sehr hübsch aus, definitiv. Gerade hier im Licht. Super gut. Und wir gehen auf die andere Seite, denn sonst sind noch mehr Karten zu sehen. So, hier sehen wir hier die nächste. Und hier würden wir sogar Licht geben nochmal von meinen Kollegen. Wir sehen hier wunderschön auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Karte. Richtig nice. Und wir gehen drüben nochmal rüber. Und hier sehen wir nochmal auf der anderen Seite ebenfalls eine Trophäe. Es ist sehr, sehr hübsch. Sehr schön. Hier die ganze nochmal. Ach ja, um die wird jetzt gespielt. Ja, der Finalist wird natürlich morgen erst fertig sein, aber heute geht es schon mal darum, in Swiss Round zu bestehen. Falls sich einige fragen, wie wir hier das Event verfolgen, unter anderem haben wir die Möglichkeit, hier eben den Stream mitzugucken. Wir können natürlich auch in die Hallen gehen, aber da, wie gesagt, wollen die Spieler natürlich nicht stören. Und hier sehen wir es jetzt im bequemen Sofa. Say hello. Und hier kann man eben das Ganze ganz entspannt angucken und genießen. Es sind die letzten 30 Sekunden für heute, denn das ist die letzte Runde in Swiss Round. Ja, Leute, hiernach wird entschieden, wer in den Top-Rang kommt und dann eben um den Titel spielt, Weltmeister zu werden. Ja, ich muss ein bisschen leiser sein. Wie gesagt, letzten Sekunden hier auf der Uhr, letzte Runde und wir warten natürlich diese noch ab. Ich weiß noch nicht, wie es bei den Master-Duel-Spielen aussieht und bei den Dueling-Spielen, aber jetzt erstmal gucken wir hier beim TCG natürlich vorbei. Stream ist auch schon durch, also Feature-Match ist auch vorbei und wir haben jetzt Timeout. Time on the round. Jetzt wird natürlich gecheckt, wie sie in Lebenspunkte ähnliches. Und Leute, wir updaten euch natürlich gleich nochmal. Vielleicht mit einem Interview. Ich habe mir jetzt mal einen Spieler geschnappt und zwar Anthony Lopez. Erstmal, schön, hallo, dass du, hallo, da bist. Und ja, du hast ja TCG gespielt, richtig? Ja. Wie lief es denn für dich? Es ging okay. Ja. Nicht so ganz gut, weil ich bin 9. geworden. Ja, aber ärgerlich. Es könnte besser sein, aber ich finde, es war ziemlich, ist ziemlich gut ausgegangen. Obwohl ich alle meine, also meistens von meinen Lossen waren außer meiner Kontrolle. Einfach schlechte Hände, keine Non-Engine Go Second. Ich habe nur zweimal schlecht gespielt. Also, dass ich gesehen habe, dass ich schlecht gespielt habe. Kann ja sein, dass ich die ganze Zeit schlecht gespielt habe. Aber dafür bin ich zufrieden. Okay, für dich war es die erste Weltmeisterschaft, richtig? Genau, ja. Wie war es allgemein vom Feeling hier? Warst du aufgeregt am Anfang oder nicht? Oh ja, aufgeregt vor Runde 1, ja. Danach ist einfach ein normales Yugi-Event. Okay. Ja, also es ist einfach ein normales Yugi-Event. Komplett normales Event, obwohl es um die Weltmeisterschaft geht. Also, wenn man Karten spielt, spielt man Karten. Es ist einfach immer selbes Feeling. Okay, was denkst du denn jetzt? Natürlich hier, kleiner Tipp. Was denkst du, wird die Weltmeisterschaft gewinnen? Welches Deck? Also wenn er so weiterspielt, Julio gewinnt mit Ritual Beast. Wirklich? Das wäre crazy auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wir werden es morgen natürlich sehen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und nochmal Glückwunsch für den Neuen, auch wenn es dir nicht so hilft.
Danke dir. Und natürlich über jeder Weltmeisterschaft gibt es ein kleines Goodie-Bag. Und das wollen wir uns natürlich angucken, was hier drin ist. Ich sag so, es ist sehr groß und sehr viel. Ich packe das Ganze einmal hier weg. Supp, diese Playmat habe ich nicht bekommen. Die ist ja auch von der Weltmeisterschaft 2019. So, dann wollen wir gucken. Was haben wir denn? Wir haben zum einen hier einen Rescue Rabbit. Und ja, das ist nicht der Rescue Rabbit von mir. Da ist er. Jetzt haben wir nämlich zwei hier in der Hut. Den haben wir schon ganz lange. Und jetzt haben wir noch einen Rescue Rabbit. Ich glaube, der wird aber nicht mitreisen auf jeden Fall. Dafür wird dann zu viel Gepäck. Dann geht's hier weiter. Denn wir haben noch einen Plüsch. Und zwar haben wir hier den Time Wizard. Oh, und da ist natürlich jetzt hier im Gesicht etwas. Na komm, machen wir hier so. Na komm. So. Ja. Es gibt auch einen Time Wizard Plüsch inzwischen. Sehr nice. Hier auf jeden Fall den auch zu besitzen. Das ist natürlich super. Weiter geht's, Leute. Dann haben wir hier einen mysteriösen Umschlag, den wir natürlich gleich ganz in Ruhe aufmachen wollen. Dann haben wir hier. Oha. Eine Playmat. Eine Playmat, die ist in sich hat. Und zwar, sie ist sehr, sehr, sehr lang. Wenn man jetzt mal hier mal guckt. Also, wir haben hier einmal natürlich hier mit einer Sache Speed Duel. Dann müssen wir ein bisschen rauszoomen hier, sonst wird das nichts. So. Wir zoomen hier ein bisschen raus. So, hier, Speed Duel. Dann haben wir hier in der Mitte natürlich Master Duel. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Und dann haben wir hier nochmal auf der anderen Seite Duel Links Rush Duel. Und wie gesagt, die Matte ist deutlich länger als eine normale Playmat. Ist halt wirklich ein großes Mauspad. Weiter geht's, denn ja, wir haben noch mehr Spielmatten hier drin. Wir haben hier unter anderem natürlich hier die Preiskarte. Eben die es gibt hier jetzt als Motiv, sieht sehr hübsch aus, sehr, sehr gut hier. Wir haben hier nochmal, hier so eine Aufschrift, Seattle, September, 7-8, World Championship. Unglaublich hübsch, sieht wirklich schön aus. Ich mag es sehr auf jeden Fall. Und wir haben noch eins, was sehr Seattle-typisch ist sozusagen. Wir haben hier einmal auch ebenfalls eine Preiskarte, aber hier unten steht auch, Seattle, September, World Championship 2024. Und das Coole ist, hier zum Beispiel sehen wir den Berg von Seattle und auch allgemein, ich weiß gar nicht, genau, hier sehen wir auch, ja, da, genau, da, klein, sehen wir auch die Skyline. Also, ihr seht, hier ist einiges da. Und jetzt können wir das Ganze hier lassen, denn wir haben natürlich noch mehr Sachen. Und die wollen wir uns hier eben Stück für Stück angucken. Ich muss erstmal hier alles rausholen. Deswegen ist jetzt hier. Boah, das ist so viel. Crazy auf jeden Fall. Ja, unter anderem einmal Lebenspunkte. Dann können wir wieder reinzoomen. Lebenspunkte. Zum Aufschreiben. Sehr schön rot und blau. Ich mag das immer, diesen Kontrast. Und rot und blau. Wir haben hier auch Hüllen, selbstverständlich. Einmal rot und einmal blau. Ja, prinzipiell ist immer rot beliebter. Aber einige mögen natürlich blau gerne. Und hier haben wir halt die freie Wahl. Super nice. Dann haben wir natürlich noch. Oh. Und es fällt alles runter. Das ist nicht gut. Haben wir noch hier die Deckbox dazu. Jetzt haben wir alles passend auf jeden Fall. Ich glaube, der Beutel ist fast leer. Ja, ist so. Also Deckbox. Und dann kommen wir jetzt zu Produkten, die wir noch haben. Ja, hier gibt es auch noch Produkte drin. Einmal hier gibt es die Legendary Decks 2. Ja, die sind hier einmal auch drin. So, das ist das Erste. Dann haben wir hier das nächste Hauptset. Aber nicht in der TCG-Version, sondern hier Rage of the Abyss ist hier ebenfalls drin. Ebenfalls nächstes Set ist hier drin. Das auch kriegen wir auch. Also so. Ne? Das ist halt das nächste Hauptset, das nächste Nebenset. Sehr nice. Und dann haben wir noch zum coolen Abschluss hier Rarity Collection 2, was natürlich sehr nice ist. Also Rarity Collection 10 von 10. Und zu guter Letzt, wir haben es ja eben gesagt hier, wir haben hier einen Umschlag und wir können ihn natürlich nicht ungeöffnet lassen. Ne? Leute, wir müssen ihn öffnen. Das heißt, wir werden die heilige Masche hier öffnen und werden dann hier gucken, was hier drin ist. Da wird ja schon ein bisschen gespoilert hier. So, hier ist nichts mehr drin. Ne, hier ist nichts mehr drin. Und wir sehen hier einmal zwei Tokens, ja. Ebenfalls hier Token von der Weltmeisterschaft. Einmal rot, einmal blau ist mit dabei. Und zu guter Letzt selbstverständlich der Worlds-Umschlag, der auch der gleiche ist wie der World Celebration Events. Und dann kann man hier mal eben gucken. Oh, jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Nee, okay, ich habe es nicht komplett kaputt gemacht. Denn wir können das Ganze auch mal rausholen. Gar nicht so leicht. Ich will natürlich nichts kaputt machen. Supp.
Natürlich, wir wollen das sehen. Hier, der Brief ist schon von sich aus geöffnet. Also keine Angst, ich werde hier nichts kaputt machen. Und dann haben wir hier einmal den Knight und einmal die verräterischen Schwerter. Dafür können wir nochmal ein bisschen, falsche Richtung, ein bisschen genauer hier reingehen. Und Leute, guckt euch diesen Effekt an. Also, sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Sehr hübsch, wie gesagt, ist hier mit drin in diesem Umschlag. Jetzt wollen wir die Karte scharf machen. Wunderhübsch. Und das sind irgendwie Sachen, die wir hier bekommen haben. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und nochmal ein Riesendank natürlich auch an Konami. Es ist so. Es ist so schön. So schön. Wirklich, keine Füße, aber ist schön. Ja, excellent. Ja. Das Ding ist, wenn wirklich viel Spells so das Feld verändern, Alter, ich spiele nur noch Decks mit viel Spells. Mir egal. Ich spiele einfach 100 viel Spells. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind wieder bei der Weltmeisterschaft hier in Seattle. Und heute ist Tag 2. Bedeutet also, heute wird es wirklich einen Gewinner geben. Und das Ganze nicht nur im TCG, nein, auch im Master Duel und natürlich auch in Duel Links. Und gerade beim Master Duel müssen wir ein bisschen genauer hingucken, denn Snipe Hunters ist immer noch drin. Ja, die Gewinner von letzten Jahr sind immer noch drin, können also back-to-back die Weltmeisterschaft gewinnen. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Also, kommen wir rein. Nach der Eröffnung ging es dann auch direkt los und die Spieler wurden auf die Bühne geholt. Ich bin hier gerade live bei der Bühne und wir sehen hier Snipe Hunters im Halbfinale und da sehen wir die Gegner. Wird ein spannendes Spiel. Ich werde das Ganze jetzt natürlich hier live angucken, denn ich bin natürlich ganz klar für Snipe Hunters. Back-to-back-Sieg wäre ziemlich krass, vor allen Dingen die ersten Master Duel Champions ever und dann jetzt nochmal wieder die nächsten. Dann gäbe es bisher niemand anderen als diese drei. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Es geht spannend los, es ist ein Best of Nein, das wissen wir ja alle. Und es steht jetzt 2-1 gegen Snipe Hunters. Natürlich heißt das auch gar nichts. Wie gesagt, es werden 9 Spiele insgesamt gespielt. Und jetzt gerade wird sich besprochen, welche Decks man nimmt. Weil man weiß natürlich, der Gegner könnte jetzt das Deck wechseln. Will man das gleiche Deck nochmal spielen oder nicht? Natürlich ist das alles sehr entscheidend, sehr strategisch. Deswegen besprechen die sich gerade auch. Beide Teams sind jetzt hier am Überlegen, welche Decks sie spielen. Wir werden es sehen. Wie gesagt, 2-1 hinten liegend. Aber das heißt noch gar nichts. Man kann immer noch gewinnen. Und erst wenn das letzte Spiel vorbei ist, dann steht der Gewinner fest. Also, wir bleiben dran. Erst wenn die letzte Karte gespielt ist, ist es vorbei. Nochmal live von der Bühne und es wird spannender und spannender. Steht 2-2 jetzt. Wir sehen hier, Blau hat einmal gewonnen. Unten links spielt Joshua Schmidt gerade, aber auch der, würde ich sagen, gewinnt gerade, weil der Gegner hat einfach den Zug abgegeben und er hat noch Full Field. Das heißt, es würde ein 3-2 sein. Aber wir sehen gerade, Quartel hat da gerade Probleme, denn er spielt gegen eine kleine Ritterin, hat selber nicht so viele Handkarten. Heißt also, vielleicht kann er es gewinnen. Jetzt kommt erstmal Kaleido H, was unglaublich stark ist. Also wir sehen, es ist sehr, 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 sehr spannend. Und mal gucken, wie es sein wird. Ich muss leise sein, damit ihr die Gegner nicht hören. Von daher, ich bin halt, auch wenn ich es nicht sagen kann, ich kann nicht laut sein. Ja, es wird knapp, es wird knapp. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich natürlich drücke alle Daumen hier für Snipe Hunters. Wir sehen wahrscheinlich gerade das spannendste Halbfinale ever, oder? Ja, es ist gerade sehr interessant, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht so ganz, wer jetzt auf jeden Fall gewinnen wird, denn es steht gerade 3-3. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich heftig. Das heißt, es kommt wirklich auf die letzten drei Spiele an. Wir bleiben dran. Ich drücke die Daumen. Es steht 3-3 und wir sind in den letzten Spielen. Und die Coinflips wurden bei allen drei verloren. Also schlechte Position erstmal. Aber Joshua Schmidt kann komplett mit Schlangenauge hier sein Feld aufbauen. Emrin ging jetzt gerade hier gegen Jubel mit Centurion und er zieht keine Starter, aber Jubel kann gerade auch nichts machen. Quartel hingegen liefert sich aktuell eben ein Tränenklagen-Mirror-Match. Also beide spielen das gleiche Deck und es wird sehr spannend. Wie gesagt, zwei Wins müssen geholt werden, um weiterzukommen. Es ist krass und Emrin gerade wurde wieder abgegeben. Jubel kann nicht spielen und Emrin jetzt mit dem Bissil auf dem Feld und kann halt mehr Schaden machen. Also ihr seht, mega spannendes Spiel. Ich weiß nicht, wer gewinnen kann. Es sieht zumindest so aus, dass Joshua Schmidt hier gewinnen wird, aber Emrin Quartel ist noch komplett alles offen. Ich weiß echt nicht, wo das hier enden soll, aber ich bleib dran. Und wir sehen gerade, es steht jetzt 4-4. Bedeutet also, wir haben hier ein letztes Spiel und das ist Quartel Think gegen den Gegner und es kann ja alles sein. Es ist ein Set. Es ist ein Set. Es ist ein Pass. Quartel kann das gewinnen. Kleine Ritterin kommt wieder. Kleine Ritterin Snow.
Er könnte das Ganze jetzt gewinnen. Drawface wird geskippt aufgrund des Effekts von Exceed Monster. Jetzt kommt der Flip Summon. Das wird höchstwahrscheinlich ein Redraw werden, weil wir dann den Effekt nutzen können von Sharon. Mal gucken, wie das Ganze wird. Okay, wir nehmen die Snow. Macht natürlich Sinn, weil wir die Snow in Grave haben. Und hier kommt der Redraw. Zwei dicke Monster ausfällt. Hier ist Nummer 1. Wir gehen in die Battleface. Wir haben genug auf dem Board. Reicht das? Angriff 1-5. 1-6. 1-6. Und nochmal 6000. 3000 und. Ist es Game? Und. Geht's durch? Wir haben noch etwas. Es wird hier noch überlegt. Und Snipe Hunters ist wieder im Finale! Die Crowd, sie freut sich. Wir sind hier alle drin. Let's go! Natürlich sind wir hier auch dabei, das Finale anzuschauen. Und wir sehen hier gerade 2-0 hinten für Snipe Hunters. Und auch das dritte sieht nicht ganz so gut aus. Da scheint Jesse Cotton hier für sich zu gewinnen. Aber es bleibt natürlich spannend, denn ja, Leute, 3-0 wäre ein guter Start. Aber reicht natürlich nicht, denn man muss 5-mal gewinnen. Und wenn dann Snipe Hunters in der nächsten Runde 3-mal gewinnt, steht es 3-3. So schnell kann es gehen. Also von daher, noch ist nichts verloren. Ich bleibe hier auf jeden Fall der Seite von Snipe Hunters. Let's go! Und da haben wir einen neuen Gewinner, Weltmeister Master Duel. Leider nicht nach Europa, aber Rematch im Finale. Und wir gönnen es ihnen doch trotzdem. Rematch und diesmal gewinnt Amerika. GG an dieser Stelle. Da haben wir ihn, den neuen Weltmeister im TCG. Alle auf diesen Moment gewartet. Der Champion steht da und kann es selber kaum glauben. Zu Recht natürlich. Diesen Moment erleben nicht viele Leute. Was bleibt mir am Ende zu sagen? Das war die Weltmeisterschaft in Seattle. Und es war mir eine Freude, euch hier diese Einblicke zu zeigen. Am Ende hier ist noch eine kleine Zeremonie. Aber für mich erstmal war es das. Ich hoffe, der Vlog hat euch natürlich gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Es sind die Weltmeisterschaften, was soll ich sagen? Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist so viel Emotion, es passiert so viel. Es ist einfach, ja, mir fehlen halt da die Worte. Und deswegen würde ich einfach sagen, wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.